Und weil wir es schon so lange nicht mehr gemacht haben, fangen wir jetzt einfach damit wieder an. Das ist meine erste Katze. Und das ist meine zweite Katze. Das ist mein High-Five-Handschuh. Das ist ein extrem männliches Kissen. Das ist eine Zeichnung von Ali. Das ist eine Granate. Das ist mein kleiner Dango. Das ist auch ein kleiner Dango. Das ist ein Apple War Pictures Dango. Das ist der Dango meiner Freundin. Das ist ein glücklicher Dango. Und das ist ein Riesendango. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schwachsinn hoch 5. Und euch ist vielleicht aufgefallen, dass diesen Samstag zwei Apple Wars rausgekommen sind. Tja, das liegt daran, dass Tens auch seine eigene Episode bekommen hat. Aber wer will den schon sehen? Ihr guckt viel lieber mich, ne? 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 Punkt 1. Sinnvoll. Tommy, stellen Sie mal eine sinnvolle Frage. Ich finde euch voll behindert, aber irgendwie will ich euch abonnieren. Was habt ihr mit mir gemacht? Danke, Tommy, der jetzt wieder hinter der Kamera ist. Das liegt natürlich einzig und allein an unseren Desktop-Hintergründen. Link unten in der Videobeschreibung. Und ich weiß, dass ihr immer wieder kommen werdet, um neue zu bekommen. Nächste Frage! Punkt 2. Sinnlos! Hallo, Tommy! Hi! Hi! Punkt 2 beantwortet wie immer mein Meerschweinchen. Wer hat Tommy eigentlich schon mal ohne Kappe gesehen? Wenn ich drüber nachdenke, stimmt, das habe ich eigentlich wirklich noch niemals. Hey, Tommy! Was ist los? Hey, tu mir mal einen Gefallen und nimm mal bitte die Kappe ab. Das wäre voll cool von dir. Okay, wenn du es unbedingt sehen willst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist so wunderschön. Oh Gott, ist das toll. Weiter mit Punkt 3. Punkt 3. Kommi Time. Wisst ihr, was das Geilste an dieser ganzen Show ist? Sie ist von mir. Wisst ihr, was noch viel besser ist? Ich muss mich die ganze Folge kein Stück bewegen, wenn ich das nicht will. Und immer wenn ich mich bewegen muss, dann lasse ich das einfach irgendjemand anderen machen. Und Punkt 3 macht einfach Tens. Fanpost, Rechnung. Oh, wie schon Punkt 3? Tens, du Spacko! Ich glaube, Dummheit macht aggressiv. Stimmt, Tens? Warte mal, habe ich mich gerade selbst geownt? Damn you, YouTube! Weiter geht's mit Punkt 4. Rechnung. Fanpost. Punkt 4! Mit Video! Bitch! Und in Punkt 4 stellen wir immer einen anderen Kanal vor, den wir unglaublich toll finden, wo wir meinen, den könnt ihr auch toll finden. Und das macht eigentlich immer der Adi. Der Kanal, den ich euch diesmal vorstelle, nennt sich Fantasy. Er ist ein Vlogger, was mich an irgendwas erinnert. Und hier eine kleine Vorschau. Ich brauche nicht mal Videospiele, um mich wie ein Superheld zu fühlen. Ohne Scheiß, manchmal kommt das einfach so. Kennt ihr das, wenn man irgendeine Tür oder eine Schublade öffnet und dann fällt einem etwas entgegen und dann passiert das hier? Dann denkt man sich nur so, ich bin genauso wie Spider-Man. Ja, das machen wir alle so, ne? Ja. Oder? Leute? Oh Gott, war das ein guter Vlog. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, alles in der Videobeschreibung. Weiter mit Punkt 5. Punkt 5. Da. Und in diesem Punkt nehmen wir einfach immer die 5 besten Kommentare auf die letzte Frage, die da war. Wann hältst du dich für schlau? Und da ich natürlich absolut keinen Bock habe, mich mit den ganzen Kommentaren zu beschäftigen, macht das einfach mal der Skliffen für uns. Was? Am Arsch kannst mich machen. Ach, es ist so süß, wenn er versucht zu flüchten. Du liest jetzt schön die Kommentare vor. Jedes Mal, wenn ich auf YouTube unterwegs bin, das Gefühl kenne ich, als ich beim Kacken in ein Nutella-Brot gebissen habe. Besser als andersrum. Fühle ich mich schlau, und zwar jetzt! Ernsthaft? Mit jedem Kommentar weniger. Wenn ich diese Kommentare sehe, dann fühle ich mich richtig schlau. Das ist genau meine Meinung. Ich fühle mich schlau, wenn ich euch endlich deabonniert habe. Nicht ernst nehmen, zusammengeschrieben, ohne H. Doch, nimmt es ernst. Ein Gehirn. Ich bin weg. Und das war's auch schon fast wieder. Jetzt bleibt mir nur noch eine einzige popelige Sache zu tun. Und das kann auch ein anderer für mich machen. Los, stell eine Frage! Wenn du eine Süßigkeit erfinden würdest,
Wie würde sie heißen? Ihr habt hier unten mega viel Platz, um euch auszutoben. Und das war's dann auch schon wieder mit der Folge Schwachsinn hoch 5. Aber keine Sorge, wenn du die als erstes geschaut hast, dann guck dir doch einfach die von Tens an. Weil diesen Samstag kamen zwei Apple Wall gleichzeitig raus. Yay! Mann, warum bin ich so übermotiviert? Ich muss mal dringend einen Kopfschuss geben. Also Leute, denkt dran, die Frage beantworten. Guckt beim Kanal des Monats vorbei und guckt euch die andere Folge an. Alle Links sind hier unten in der Videobeschreibung. Ich fuchtel gerne mit den Armen durch die Gegend. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Bist du eine Bitch und keine Whore? Dann abonniere Apple War. Bäh, bäh, bäh.